Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Himmler! Verrat an meiner Person! Was hat er daraus gemacht? Ich war eher von der Akademie. Unberechenbarer Künstler! Ein die andere! Ja! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Fucking shit! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Sofort! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Ja, wenn... Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fäden ein! Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stecker. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke!